Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Oh ja, der Revolverheld wird es auch nicht mehr lange machen. Jetzt schon. Ja. So schnell kriegen wir keinen Doktor hochgebaut. Können wir nicht einen Doktor von einer anderen Stadt vorbeischicken? Ja, bis der da ist. Er soll eher noch schauen, wo es noch Wölfe gibt und das noch machen. Und dann holen wir uns einfach einen neuen Revolverheld. So hätte ich es gemacht. Die Arschloch-Taktik. Na, humpel, bisschen schneller, Kollege. Die Wölfe erlegen sich ja schließlich nicht von alleine. Humpel, 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 humpel. Naja, ein paar Wölfe sind aber schon noch zum Erlegen, also. Die muss er noch überleben. Ja, ja, das wäre noch gut. Einundzwanzig, zwanzig, neunzehn. Aber der Wolf ist schneller als der humpelnde Revolverheld. Der verarscht ihn gerade so ein bisschen. Der lockt ihn im Kreis, der Sack. Der lässt ihn, glaube ich, einfach nur ausbluten, oder? Mhm. Achso, und jetzt, wieso Raptoren? Jetzt ruft er seine Wolfskollegen dazu. Das könnte einen Abbruch geben. Hallo Fuchsi, willkommen im Stream. Moho. H1G. Okay, gibt's noch wohl einen Wolf oder irgendwas Feindliches? Irgendwas noch entdeckt? Ich sehe hier eigentlich nur lauter freundliche Viecher. Viecher. Überall sind Viecher. Ja, ich glaube, soweit geht's. Oh, dann kann er in Ruhe ausbluten. Dann haben wir keine Verwendung mehr für ihn. Okay, gut. Dann Handelsroute. Route 1. Füge einen Wagen hinzu. Wenn du auf das Wagensymbol auf der Karte klickst. Wo ist denn das Wagensymbol auf der Karte? Hä? Warte mal. Route 1. Füge einen Wagen hinzu, indem du auf das Wagensymbol auf der Karte klickst. Also ich klicke da jetzt auf die drei Viecher, aber da tut sich nichts. Kann es sein, dass wir den Wagen noch erst bauen müssen? Gehen wir da, wo die Lok ist, hin. Ja. Das zweite von rechts. Gibt es einen Wagenbauer? Handelsposten, oh. Wozu brauchen wir überhaupt diese Bahnhöfe? Okay. Doof. Okay, was probieren wir das mal aus? Probieren wir da einen Handelsposten und hier irgendwo. Da vielleicht? Ja, da sieht gut aus. Was braucht er? Oder der braucht Ventero Holz, schreibt auch gerade, du musst erst einen Stein. Handelsposten bauen und dann ein Pferd ausbilden. Pferd ausbilden. Ein Pferd ausbilden? Was?
Mein Pferd macht jetzt ein duales Studium und deins. Das, meins holt ihn locker ein. Rathaus. So, dann ich brauche noch Holz. Na, ich glaube, das wird eine minusmachende Stadt. Habe ich so ein Die Gefühl. zweite jetzt, oder? Die zweite. Oh, 41. Naja, wir müssen halt irgendwie die Häuser dafür bauen, ne? Das Geld ist aber ex existiert nur einmal, ne? Also für die gesamte Stadt, ne? Oder hat jede Stadt ihr eigenes Geld? Nee, das ist einmal. Okay. So die Bilanz halt. Ein Einwohner ist krank, ja, das, ne, kann man jetzt auch nichts machen. Ich glaube, der Zug buggt ein bisschen, kann das sein? Guck mal, wie der Wieso? voranfährt. So im Millimeter. Ach, come on. Jetzt haben wir den Händler befreit, jetzt backt der Zug oder wie? Denn das sein? So ganz ausgereift ist es, glaube ich, noch nicht. Nee. Und ich so das Gut, es ist Gefühl. Early Access, ne? Aber das ist jetzt ein bisschen merkwürdig. Vielleicht befreit sich der wieder, wenn er außerhalb vom Bahnhof ist. Das kann noch dauern. Aber ja. 10 Minuten später. Ja. Ah, jetzt. Bisschen Verspätung ist wieder ÖPNV oder wie heißt es bei euch? Ja, genau. Das brauche ich nicht, ÖPNV. Ne. Echt nicht? Was ist das denn Nee. bei euch? Bei uns gibt es die Wiener Linien oder Verkehrsverbund Ich meine, der generelle Ostregion. Oberbegriff für alles. Also ÖPNV heißt ja öffentlicher Personennahverkehr, mehr heißt es ja nicht. ÖBB ist es bei uns eigentlich, die Bundesbahnen. ÖPNV ist alles. Straßenbahn, Okay, Busse, ich hab den Begriff S-Bahn, nie U-Bahn, also gehört. das ist nicht auf eine Stadt oder Okay. auf einen Verkehrsverein bezogen, das ist generell. Das habt ihr gar nicht, okay. Vielleicht befindet sich der Bahnhof an der Spielstraße, ja genau, Vetero. Das jetzt einer. Schön. Was spielen Sie denn in dem Alter? Also nicht in dem Alter, ich meine in dem Jahr. Mit Bärenköpfen anstatt mit Bällen? Vielleicht. Es wäre natürlich interessant, wo der Händler sich gerade befindet, ob der wirklich irgendwann vorbeikommt oder ob der Nein. noch wo festbackt. Guck nochmal da an, wo wir vorhin die zweite Stadt gebaut Ja, ich überlege gerade, wo das genau war und wo der gebackt hat. Da haben. irgendwo, glaube ich, Unterhalb. war der. Links, weiter links, noch weiter links, noch weiter da. Oh, da ist nichts, ne? Gut, da haben sie ja nie gegründet in diesem Spielstand, also. Was ist denn der Zug gerade? Es ist nie wirklich passiert. Ah, da ist der Händler. Juhu. Das haust auch durch alles durch. Transportwagen? Ah, okay, das ist schon fertig. Sehr schön. Ja, fix. Können wir da Und jetzt da ein hat Pferd man ausbilden oder was? das Oder geht das selbst? Pferd. Oder? Ah. Da hat Ah, man jetzt kannst die. du das wahrscheinlich auf der Karte dann auswählen, oder wie? Wahrscheinlich, ja. Aber guck mal gleich mal. Wir müssten ja hier auch noch das bauen. Da Aber haben wir das Pfosten, braucht heißt, Moment, Holz. jetzt raff ich es aber noch weniger. Oh Wofür sind denn Gott, dann die Zug. Züge, wenn das jetzt mit Pferdekarren hin und her geschafft wird? Ich habe keine Ahnung. Es sind ja gar keine Güterwaggons, es sind ja Personenwaggons. Oder schafft uns der Personal zwischen den Städten hin und her, dass wir keine. Ja, man kann ihn halt nicht anklicken, man kann halt gar nichts machen mit dem Bahnhof. Also vielleicht ist es auch noch nicht implementiert. Kann natürlich Ja, auch toll, dass sie sein. es so riesig groß haben, dass man sich darauf konzentriert, in der Nähe der Schienen zu siedeln. Und dann hat das Ding assoziierte gar keinen Zweck. Warte mal. Depraved.
Was macht eigentlich der Zug? Was macht eigentlich der Zug? Ja, ihr könnt euch da mal gemütlich hinhauen, gemütlich rumliegen, bis der Händler mal da ist. Ah, sehr schön. Der ist da und fährt weiter. Du Arsch! Miau. Was ist mit den Holzbrettern? Ich hab die doch gerade in Auftrag gegeben. Ja. Also wir warten auf die nächste Lieferung. In der Hoffnung, dass da mal was liegen bleibt. Die werden dabei alle krank. Blöd halt, dass wir wirklich jetzt die unabhängig voneinander aufbauen müssen. Das heißt, hier bräuchte man dann auch Hütten. Und einen Doktor und Wasser und so weiter. Also den Zug kannst du nicht anklicken. Kannst du denn den Bahnhof anklicken? Nee. Also ja, aber es tut sich nichts. Bei der Info steht nur allgemein. Das ist toll. Achtung, Zug und... Das ist die Zehn merkwürdig. Ja, schon. Ah, okay. 1000 Jahre braucht's, bis da mal das fertig ist. Schon mal wieder in die andere Stadt. Da geht's besser voran. Boah, Alter, das Lager ist aber auch schon dezent voll. Stimmt, wir haben jetzt das neue Lager. Dann werden wir da mal ummodeln. Da bauen sie, legen sie auch gerade alles rein. Da wollten wir da hauptsächlich Holz drinnen haben, richtig? Anno? Entschuldigung, ich habe gerade bei GameStar den Artikel gelesen zu Depraved. Was denn? Okay. Hier die Lager. Wollen wir die Lager noch irgendwie verwalten? Können wir machen. Ich würde sagen, da unten maximal... Weiß nicht, was... Wollen wir den Fisch da lassen? Dann muss er nicht so weit laufen. Was macht das Getreide da? Ich nehme an, es war oben kein Platz mehr. Ja. Alter. Stein haben wir gerade einiges. Ja, wir sind quasi steinreich. Alter, Holz haben wir auch mal. So viel Holz hatten wir noch nie. Und so viel Fleisch. Und Brot. Warte, ich werde mal den Steinmetz eben anordern, dass er ein bisschen dezent die Füße stillhaltet. Aber ich glaube, wir brauchen tatsächlich einen dritten Brunnen, weil wir haben nur noch 13 Wasser jetzt. Und wir hatten mal vorhin, als wir ganz vorhin angefangen hatten, hatten wir 40 im Lager. Okay. Ich glaube, der andere Brunnen ist auch schon leer, oder? Wo war denn der? Welcher denn? Oben mittig in den Industriedingern. Oben mittig in den Industriedingen? Da, genau. Da. Bei den Lagern. Ah ja. 107 noch. Die hat aber noch. Also. Ich würde vielleicht in der Nähe der Stadt noch eins machen, dass die Leute, wenn sie abends in ihren Wohnungen sind, vielleicht noch irgendwie was zu trinken haben. Ach haben was. Wird überbewertet. Jäger und da brauchen wir noch einen Brunnen irgendwo hin, wo es einigermaßen gut ist. 16. Na gut, da ist alles ausgestorben. Da ist halt alles sehr karg. Okay, beim Rathaus in der Nähe vielleicht noch irgendwo. 699 Sekunden. Beim Bahnhof zum Beispiel. Ja. Oder alternativ wäre hier noch zum Beispiel. Hä? Haben wir den nicht da vorhin erst abgerissen? Pump Pflanze dahin. Ziemlich. War da irgendwo. Aber da waren nur 50. Alter, ist ja jeder Millimeter zählt hier. Ja, das ist in Ordnung, oder? Das ist gut, ja. So. Einigermaßen in der Nähe.
Gesetzeshüter, der wieder die mieseste Laune von allen hat. Was geht denn? Wieso seid ihr denn so mies drauf immer, die ganzen Sheriffs? Der holt sich halt kein Wasser. Absteigen, folgen, Haltung ist offensiv, Einheit anhalten. Ich kann mir nur vorstellen, dass ich der nichts zum Trinken hole, zum Beispiel. Warum auch immer. Dass das auch ein Bug ist. Das war letztes Mal schon. Da ist der Gesetzeshüter gerade in die Kirche gegangen und dann wieder raus und hat sich wieder das Pferd geholt. Schauen wir mal, ob es jetzt anders läuft. Er weiß noch nicht so recht, was er machen soll. Er schwankt noch herum. Er möchte sich wieder ein Pferd holen, wird mit dem Pferd wieder in die Kirche reiten. Flores Daniels Gang. Wir werden auch nie alt. Immer wieder Flores Daniels Gang. Aber guck mal, es regnet doch eigentlich. Müssten die doch genug Wasser haben. Ja, ich wollte sagen, einfach mal Kopf hoch, Mund auf, fertig. Du hast so sehr schön. Hat sich wieder im Griff der Revolver hält. Gut. Oder Gesetzeshüter in dem Fall, ja. Okay. Wasser. Zwei Leute zuweisen, bitte. Das ist alles, was so steht. Ja. Okay, ja gut, dann. Alter, weil ich weiß, das Spiel wird gerade mal von zwei Leuten entwickelt, wusstest du das? Mhm. Okay. Und die sind auch noch voll aktiv, die sind auf Twitter die ganze Zeit aktiv. Echt? Mhm. Die retweeten alles, wo Depraved vorkommt. Und nebenbei dann auch noch Spiel am entwickeln. Schon ganz cool. So. Fleißig, also so wie sie in dem Tempo, wie sie hier die Patches raushauen, Halleluja. Also ich erlaube hier mal nur Baumstämme, Holz und Fisch. Ja, und Wasser würde ich sagen, ne? Ja, und Wasser. Jo, passt. Okay. Alter. Soll man da irgendwas ändern? An den anderen? Ich würde da, wo jetzt derzeit der Fisch drin ist, den Fisch vielleicht streichen, dass sie nicht irgendwie versehentlich diesen ewig langen Weg hochwatscheln, weil da oben gerade Platz ist oder so. Mhm. Da. Okay. Das heißt, da ist nur noch Brot und Fleisch. Deswegen ist es so leer. Da könnte man natürlich Getreide auch reingeben. Ich wollte gerade sagen, du machst das Getreide noch frei, ja. Dann fällt von da ein bisschen was weg. Getreide geht so ab. Jetzt tragen sie wieder alles rüber, weißt du, wie letztes Mal. Ja. Ihr wollt mich doch verarschen. Kommt wieder die Getreide-Bolognese. Okay, gut. Rathaus. Wie viel Fisch haben wir? 22. Fisch wollen wir wieder verkaufen. Wir könnten auch im Moment Stein verkaufen, aber mache ich mal nicht, weil die sind ja da erschöpflich leider. Die Vorkommen. Was man verkaufen könnte, wäre Alkohol zum Beispiel. Gott, bist du des Wahnsinns. So ein bisschen. Ja, aber Revolver, du wirst schon fertig mit dem Wolf. Ja, obwohl doch 119. Kannst du mal so 30 Tonnen verkaufen oder so. Vor allem, das ist nicht erschöpflich eigentlich. Was ganz praktisch ist. Ja, gut, solange wir Wasserbrunnen haben, ja. Ja. So, Rathaus verkaufen einmal Alkohol. Ah, 50, Mama.
Okay, gut. Na, Flores Daniels Gang. Ich hoffe, die greifen nicht unsere zweite Siedlung an.